Willkommen zurück zu Let's Play Elements Destiny Ancient Powers. Im letzten Part haben wir ja das Moor durchquert, die Stadt Leras erreicht und sind durch das Labyrinth der Vena gegangen. Haben auch schon den Kampf angefangen gegen Theoris. Allerdings ging es wegen der Musik wahrscheinlich dann wieder den Bach runter. Die habe ich deswegen also ausgestellt. Und nun können wir wieder gegen Theoris kämpfen. Und wollen nochmal sehen, ob wir jetzt damit etwas besser klarkommen. Beziehungsweise, ob wir diesmal tatsächlich mal zu einem Kampf kommen. So, das Halbmond-Ding war nicht so stark. Wow, das war aber dafür ziemlich stark. Spiralklinge war auch ganz okay. Schraubenstoß ebenso. Und die brüllende Axt geht leider daneben. Also machen wir stattdessen den Materienknall, obwohl. Ich gebe ihm mal lieber den Superheiltrank. Ihr kümmert euch ums Angreifen. So, Spiralklinge. 2-4. Okay, verwelkte Knospensaat. 1100. Okay. Bam. Bam. So. Wir machen gleich weiter so mit dem Superheiltrank. Natürlich schade, dass wir jetzt keinen Ton weiter haben, außer mein Quatsch eben und das Drücken der Knöpfe. Aber naja. So, Layla wurde betäubt, ist jetzt nicht das Problem, weil sie den Heiltrank schon benutzt hat. Sie ist aber immer noch betäubt und das ist allerdings ein Problem. Denn das heißt, sie kommt nicht wirklich dazu, selber noch einen Heiltrank zu benutzen. Und ihr müsst euch jetzt eh selber ein bisschen heilen. Okay, er greift nur normal an, das ist praktisch. Dadurch habe ich eine Runde Zeit. Und kann ihm weiterhin schön aufs Gesicht geben. So, kann jetzt auch mal den Materienknall machen. Einfach mal, um zu sehen, was das bringt bei ihm. So. Ah, 2700, wow. Oh, verbotene Kunst, 54.000, das ist krass. Aber er hat ja gesagt, er hat die verbotenen Künste gelernt. Aber meine Fresse, 54.000, was zur Hölle. Das ist einfach nur, da hätte er auch gleich einfach einen Todzauber draus machen können, der immer funktioniert. Meine Güte. So. Okay. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal wieder ums Heilen. Du gibst ja auch mal den Super Magietrank und du machst noch einen Schraubenstoß. Verbotene Kunst Nummer 2, 56.000. Juhu! Ach du Scheiße, ey. So. Dann wieder das Lebenswasser, du den Heiltrank hinterher und du gibst dir selber auch einen Super Magietrank. Achso, Nummer 2 war das, was einen eigentlich sofort tötet. Und verbotene Kunst 1 ist das, was alle möglichen Statusveränderungen reinhaut. Dann geben wir dir mal den Heildingens. Und du versuchst sie zu heilen. Ob es klappt, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Geschwächt auch noch. Ja. Nächsten wieder eingeschläfert. Dann heilen wir wenigstens nochmal ein bisschen die Magie. Ja. Er heilt sich selber. Das ist jetzt nicht das Problem. 3400 kriege ich in einer Runde locker runter. Und jetzt müssen wir auch erstmal wieder angreifen. Bam. Nur 1500. Hä? Habe ich gerade die falschen Angriffe gemacht? Ah ne, ich bin geschwächt. Ah ja, stimmt. Habe ich schon gewundert, warum ich jetzt so wenig Schaden mache. Na dann hebe ich mir die MP lieber mal kurz auf, greife so an. Auch wenn er sich dadurch natürlich ein bisschen heilt. Das ist aber nicht wirklich das Problem. Ist jetzt auch wieder normal, also können wir hier jetzt einfach mal draufhauen nochmal eine ganze Runde. Der Materienknall macht 3000 Schaden, das ist echt gut. Axei wird erledigt mit 62.000 Schaden, meine Güte. So.
Das heißt, dann mach du damit mal weiter und du gibst mal das Lebenswasser auf Xei. Der Materienknall ist echt nicht schlecht. So. Jetzt brauchen wir aber allgemein noch mal ein bisschen Heilung. Da du eh so wenig hast, gibst du dir mal selber den Superheiltrank. Ich hoffe mal, dass er dich jetzt nicht angreift. Macht er nicht. Sehr gut. Ah, er wird auch langsam rot. Glaubt ihr denn ernsthaft, dass ihr so einfach ins Reich der Vena spazieren könnt, nur weil ihr die Medaille bei euch habt? Du bist doch der, der immer da rein spazieren will. Wir wollten da gar nicht hin. Ursprünglich. Bis du uns darauf 10-mal angesprochen hast. So, Tarasa betäubt. Schade. Der ging auch daneben. Dann würde ich mal sagen, machen wir nochmal kurz Heilung. Magie, Heilung, Heilung und Magie. Okay, Tarasa ist betäubt. Also heilen wir sie lieber mal mit Layla jetzt. Und der Rest greift wieder an. Kampf funktioniert auch ganz gut momentan. Heilgesang, das heißt, er kann die Runde nichts weiter machen. Bekommt aber ordentlich aufs Gesicht. Bäm. Sehr schön. So. Das kannst du ruhig noch ein paar Mal machen, diesen Heilgesang. Der stört mich nämlich überhaupt nicht. So, brüllende Axt und Schraubenstoß. Einfach schön mit unseren stärksten Angriffen da reinhauen. Jawohl. So. Du heilst mal ihn und du heilst deine MP und du heilst seine MP. Okay, er heilt sich. Das heißt, er hat ein paar KP jetzt gut gemacht, aber ich habe da um einiges mehr gut gemacht. Nicht meine gesamten MP eigentlich wieder. Und jetzt kriegst du wieder so viel aufs Maul, dass jetzt deine Heilung schon wieder negiert ist. Ja, da heilst du dich nochmal von mir aus. Die ist eh wieder weg, die Heilung. So. Und wir machen einfach so weiter. Bam. So, die brennende Axt. 3, 4, ey. Die macht echt guten Schaden. Ich würde mal sagen, wir haben echt eine gute Gruppe jetzt auch gegen ihn genommen. Ah, die verbotene Kunst ist natürlich immer noch der Sofort-Knockout. Natürlich ein bisschen schade, dass ich dafür jetzt meinen Zug dann so gesehen weggeworfen habe. Aber naja, mein Gott. Okay, jetzt schlafen wieder alle bis auf ihn. Aber er greift auch nur normal an, das ist auch in Ordnung. So. Denn normale Angriffe, wie man sieht, machen jetzt nicht so viel Schaden. Gegen Layla noch ein bisschen, aber gegen die anderen halt weniger. Du gibst ihr mal bitte den Heiltrank und du heilst dich selber. Dafür, dass Ares das Lichtelementar ist, hat er halt echt wenig MP. Superheiltrank auf Tarasa, brüllende Axt und der Schraubenstoß. Ja, verdammt. Hat er Tarasa ausgenockt. Aber die ziehen wir schon wieder hoch. Au. Das tat weh.
So, du halt dich mal kurz selber, ansonsten kommen die anderen wahrscheinlich nicht damit hinterher. Und ab jetzt gibt's wieder ordentlich aufs Gesicht für dich. So. Allzu lange dürfte es auch gar nicht mehr gehen. Er ist inzwischen schon ziemlich rot. Lange wird er das also nicht mehr aushalten. Wenn ihr auch nur eine der zwei Voraussetzungen nicht erfüllt, wird, dann werden sich eure Körper bloß in Luft auflösen. Okay, und was sind diese Voraussetzungen? Du musst dich heilen und du musst dich auch nochmal selber heilen. Ah, verbotene Kunst 2, ja, da ist sogar Aras wirkungslos. Der kann da auch nichts dagegen machen. So, Lebenswasser nochmal. Spiralklinge. Brüllende Axt. Und gleich nochmal die verbotene Kunst. Wow. Das will das aber wissen. Supermagietrank. Supermagietrank. Verbotene Kunst 1. Aber alle erwischt. Mit irgendwas. Das ist schlecht. So, okay. Lebenswasser. Und Supermagietrank auf sich selbst. So, Superheiltrank auf dich. Superheiltrank auf dich. Brüllende Axt. Und Supermagietrank auf dich selbst. Aras geht wieder drauf. Okay. Aber diesmal sollten wir das dann doch endlich schaffen. Jetzt können wir nämlich endlich mal wieder angreifen mit zwei Leuten. Oder auch nicht. Und er ist auch wieder geschwächt. Ah. Dann heil erstmal kurz Aras. Okay. Dann heilst du jetzt nochmal Aras, mit seiner Magie zumindest. Und jetzt schlafen alle. Na wunderbar. Haras ist aufgewacht. Kann den Schraubenstoß mal probieren. Xai ist auch wach. Heilt sich am besten mal selber. Du greifst auch einfach nochmal an. Ja, da kommt der Heilgesang. Etwas ärgerlich, aber nicht ganz so schlimm. Es wäre halt gut, wenn die anderen jetzt mal wieder aufwachen würden hier. Jetzt ist es natürlich leider wieder in Ordnung, jetzt wo ich das Heilkraut einsetzen wollte. Zunächst muss er sich selbst heilen, dann kommt die Spiralklinge, brüllende Axt und der Magietrank auf sich selbst. Gut, er greift nur normal an, das ist wunderbar, das heißt, nächste Runde können wir einfach mal alle angreifen. Oder es zumindest versuchen. So. Mit dem Materienknall aber. Spiralklinge, brüllende Axt und der Schraubenstoß hinterher. Alle mit voller Stärke. Fake Knospensaat kann Xai nicht töten. Das heißt, er bekommt die Runde tatsächlich alle Angriffe ab. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Schritt wieder in die richtige Richtung. Heiltrank, Spiralklinge, brüllende Axt und der Schraubenstoß wieder. Ja, okay, er heilt sich nochmal um 3500. Die ziehen wir aber wieder locker ab. Allein durch den Angriff schon fast. So, wird das die letzte Runde? Mit etwas Glück ja. Ich weiß ja nicht, wie viel wir abgezogen haben, wie viel er hat. Ich greife auf jeden Fall Layla an, die aber schon angegriffen hat. Ah, Xai schlägt daneben.
Tarasa, kannst du es wenden? Nein, schlägt auch daneben. Ah, schlecht. So, da kommt die verwelkte Knospensaat nochmal auf Tarasa. Die muss ich ein bisschen die Magie heilen. So. Leider halt auch nochmal so Tarasa. Ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus ihn jetzt versuchen zu besiegen. Da mache ich lieber auf Nummer sicher. Spiralklinge. Ja, gut. Verbotene Kunst 1 nochmal. Sie geschwächt, die anderen schlafen. Gib mir dir nochmal das Magie-Ding. Okay, der hält auch noch einen aus, deswegen mache ich jetzt erstmal den Materienknall. Mach trotzdem lieber nochmal ein bisschen Schaden. Die Medaille, gebt sie mir endlich. Er ist bald down. Bald haben wir eine. Materienknall. Du gibst hier den Supermagietrank, weil du eh noch geschwächt bist. Ah, jetzt bist du eh betäubt. Superheiltrank. Du greifst an. Du gibst ihr den Supermagietrank und du greifst auch nochmal an. Verbotene Kunst 1 schon wieder. Aha. Hat diesmal wenigstens an zwei Leuten vorbei. Und Tarasa ist auch noch wach. Kann dadurch also den Magietrank einsetzen. Tellenknall. Heil ihn trotzdem mal erstmal, da du eh geschwächt bist. Schraubenstoß. Komm schon. Bald haben wir dich. Naja, weckt Zai auf, das ist auch gut. Das heißt, jetzt kriegt er nochmal volle Breitseite. Das war's. Sauber. Und wir halten das Windforce. 2700 Erfahrung, 6000 Zenny. Level Up für Layla, für Xayah, für Tarasa und für Aras. Puh, sehr gut. Wie konnte ich gegen euch verlieren? Gib endlich auf. Dann werden wir dich verschonen. So, ich mach die Musik wieder an. Denn das war offensichtlich nur im Spiel so. Ich bin so weit gekommen. Nach langen, qualvollen 15 Jahren. Doof, ne? Ich werde jetzt nicht einfach aufgeben. Achtung, zur Seite! Nein! Was ist mit ihm passiert? Das scheint mit denjenigen zu geschehen, die versuchen, das Portal zu durchqueren, ohne die Medaille zu besitzen und ohne ein Vener zu sein. Sein Körper hat sich einfach aufgelöst. Nun wissen wir, dass er die Wahrheit gesagt hat. Ich würde sagen, dann gibt es jetzt bloß noch eines zu tun. Selber reinhüpfen? Obwohl wir keine Vener sind? Ah ne, Maler reinhüpfen lassen. Maler, du möchtest doch bestimmt deine alte Heimat wiedersehen, oder? Du bist die einzige von uns, die das Portal unbeschadet durchschreiten kann. Möchtest du es versuchen? Ach so, Maler geht alleine, okay. Macht Sinn. Gleich mal speichern, nicht, dass hier wieder irgendwas passiert. Die Atmosphäre ist schon mal geil. Aber wo sind wir jetzt? Natürlich in Vena. Ich habe dich hier noch nie hier gesehen. Da ist unsere Stadt schon so übersichtlich und dennoch entdeckt man jedes Mal wieder was Neues. Ich bin auch gerade erst durchs Tor gekommen. Das Wolkenmaterial ist einzigartig. Es lässt alles daraus herstellen. Sogar Essen. Aus Wolken? Ähnlich wie bei One Piece auf Skype hier. Ich kann nicht vorlesen, was in den Büchern steht.
Macht ja Sinn. Aber da wir jetzt eigentlich sie spielen, werden zumindest die Gedanken möglich. Ich weiß nicht, wir könnten ja wenigstens die Gedanken irgendwie machen. Du kommst ja so bekannt vor, mein Kind. Aber ich habe dich die letzten Jahre hier nie gesehen. Oder doch? Das ist schon wirklich eine ganze Weile her. Ich brauche nicht viel, um gut zu leben. Hier oben hat man ja auch nicht viel. Okay, die Regale brauche ich nicht nochmal ansprechen. Reden wir lieber mit den Leuten, die antworten sogar tatsächlich. Wir Wehner sind schon seit vielen Jahren keine Krieger mehr. So, da oben geht es dann wahrscheinlich zum Schloss. Mancher würde mich interessieren, was unterhalb von Maler vor sich geht. Der König ist seit dem Vorfall mit Seoris wie ein anderer Wehner geworden. Kein Wunder, er verlor seine ganze Familie an einem Tag. Ja, das ist natürlich immer was nicht Schönes. Es ist gefährlich, sich zu nah an den Wolkenrand zu wagen. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Wen haben wir denn hier? Ich bin alt und das soll was heißen. Okay, du bist aber nicht der Einzige, der alt ist wahrscheinlich. Ich sehe hier nichts Gefährliches. Wir sind anders als die Menschen. Wir Wehner brauchen keine Waffen, um uns sicher zu fühlen. Ah, aber eine Truhe. Ich wollte gerade sagen, so viele Bücherregale, die mir alles nichts bringen. Aber eine Truhe. Mit einem Agilband. Das war auch das, was die Stärke drunter gemacht hat, oder? Area-Tempo, Geschick und Ausweichrate mindert jedoch Stärke und Mentalität, ja. Also eher was für einen Supporter. Könnte man so gesehen auf Saros benutzen. Allerdings kann man dann halt nicht mehr auf Zusammenlauf der Gezeiten und sowas wenden, sondern halt nur noch Gift und so ein Zeugs. Mal sehen, vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Du erinnerst mich an jemanden. Bist du eine Ich kann Bedienstete nicht aussprechen. Bedienstete. Ja. Irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich Probleme, das Wort auszusprechen. Ich bin ein Himmelskind. Das ist es, was meine Mama jedenfalls immer sagt. Ja, passt so ziemlich, würde ich mal sagen. Oh Gott, warum bist du so weit weg? Hallo. Manche sagen, es gibt noch eine andere Welt unter den Wolken. Ob das stimmt? Ja, tatsächlich stimmt das. Ich würde sagen, sogar noch eine größere. Meine Tochter träumt von der Welt außerhalb Malers. Ich will ihre Träume nicht zerstören, aber die wird sie niemals sehen. Das wäre mal interessant. Ich frage mich, ob wir die Welten wohl irgendwie zusammenführen können. Oder ob die während dieses Spiels zusammengeführt werden, etc. pp. Ich finde es schade, dass nur unser König sehen kann, was auf der Erde vor sich geht. Ja, wenn er das sehen kann, dann müsste er jetzt eigentlich wissen, dass Maler wiederkommt. Ich singe den lieben langen Tag von Keksen. Okay. Warum auch nicht? Gut, damit denke ich mal, haben wir jetzt alles angeguckt. Bis eben auf den Weg von oben zum Palast. Mit dir habe ich glaube noch nicht geredet. Manchmal würde mich interessieren, was unter vom Maler vor sich geht. Schauen wir hier nochmal links und rechts. Wird es wohl aber auch nichts weiter geben. Nee. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn wir den Palast betreten und dem Vater von Maler mal aufsuchen. Mal sehen, wie der reagiert. Also, bis zum nächsten Mal.